MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Sehr gut. Schön voll machen das Ding. So, voll. Okay, er fährt weiter. Ja, okay, perfekt. In der Zeit können wir das Ding nämlich entleeren fahren. Ihr seht, wir haben jetzt schon mal was anderes angefangen zu ernten, also zu legen, so gesehen. Und geerntet haben wir noch nichts anderes, aber uns dafür bereit gemacht. Hinten wird ja jetzt gleich weiter gesät. Das gibt es nicht. Ich finde dieses verdammte Güllefass zum Auffüllen. Das ist nicht mehr schön. Das ist echt verwirrend, weil man denkt, es muss ja irgendwo sein. Es muss ja auch irgendwo sein. Hier ist ein Forum. Perfekt. Ich google gleichzeitig gerade. So. Also an der Kuhweide oder an der Biogasanlage? Biogasanlage. Biomasse Heizwerk? Ja, das müsste ja die Biomasse Heizwerk sein dann. Oder das Biomassen Heizwerk. Ihr wisst, wie ich das meine, oder? Wahnsinn. Also um Güllefass aufzufüllen, muss man definitiv studiert haben. Sonst wird das nichts. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das hin. Ohne Probleme. Fahren jetzt erstmal rüber zu unserem Kollegen. Der natürlich auch unsere Hilfe braucht. Irgendwas ist umgefallen. Ich weiß noch nicht was. Ich hab's gesehen. Leider halten die Leuchtstoffröhren in meinem PC noch nicht so, wie sie halten sollten. Und die hat gerade wieder gedacht, ich fall einfach mal um. Bin müde, muss schlafen, so gesehen. So, jetzt stellen wir uns einfach hier ab. Wenn das Röhrchen über uns ist, spritzt es los. Okay, das ist ganz schön ekelhaft. Und hört sich auch verdammt falsch an. So, funktionieren tut das Ganze natürlich super. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir das Güllefass jetzt endlich mal auffüllen. Jetzt wissen wir ja, wo. Nämlich, halt. Einmal drehen. Und direkt. Wo ist es denn jetzt? Da. So gesehen könnten wir durch den Wald fahren in diese genaue Richtung. Dann fahren wir ganz genau drauf zu. Wir fahren jetzt einfach mal hier durch den Wald. Der noch Wald ist, bald nicht mehr. Wenn wir endlich das passende Werkzeug dazu haben, werden wir den Wald nämlich mal ein bisschen kürzen. Der ist mir nämlich ein bisschen zu groß. Kettensäge haben wir ja schon. Und bald haben wir dann auch noch den Rest, den wir dazu brauchen, um Bäume intensiv
nicht nur zu fällen, sondern auch zu benutzen. Viele meinten, oh, als der Schwierigkeitsgrad leicht genommen wäre, das viel einfacher, weil du dann schon mehr Kohle hättest. Stimmt, aber möchte ich das? Möchte ich mir das zu einfach machen? Und da bin ich der Meinung, nein, das möchte ich definitiv nicht. Von daher muss ich damit leben, dass es so ist, wie es gerade momentan ist. So, hier ist die Biogasanlage. Und hier soll man angeblich sein Güllefass. Hallo. Wo denn jetzt? Ich bekomme zu viel, ne? Hier kann ich es auch nicht auffüllen. Na, ich bekomme wirklich zu viel. So, wow, voll getankt. Ich habe das erste Mal im Spiel getankt. Leute, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich muss doch irgendwo meinen verdammten Tank auffüllen können. So, das Biomasseheizwerk. Ah, da unten ist es ja. Ich hab's gesehen. Da unten ist die BGA, die Biogasanlage. Na, das ist doch nicht wahr, oder? Wahnsinn, ich stand fast direkt daneben. Ich schäme mich. Ich guck nicht mehr auf die Straße, ich schäme mich einfach nur. Alle Achtung, oder Leute? Ihr wusstet das wahrscheinlich die ganze Zeit und habt einfach nichts gesagt. Mann, Mann, Mann. Enttäuschend. Enttäuscht über mich selber. Komplett. Natürlich heißt BGA Biogasanlage, aber man muss es erstmal wissen. Man muss es erstmal wissen, bevor man das Wissen einsetzen kann. Ich dachte jetzt hier, Biomasse wäre dasselbe wie Biogas, aber das ist natürlich was ganz anderes. Gas ist Gas, sind 14. Biomasse ist wieder was anderes. Und hier ist auch die Kuhweide übrigens. Wo ich wahrscheinlich hier vorne auch meine Gülle auffüllen kann. Das sieht nach Gülle aus. Richtig? Nein? Wäre jetzt eine Idee gewesen. Sieht aber eher nach Abpumpen aus von Kühen. Okay. Ist alles kein Problem. Ich komme damit klar. So. Die BGA war hier vorne rechts rum. Wird wahrscheinlich deutlich günstiger sein als der ganze Rest. Das Gerät zuerst auffüllen. Natürlich, wissen wir alles. Alle Achtung. Hier ist die BGA. Die Biogasanlage. Taktische Vernichtung damals von Hitler? Natürlich nicht. Aber ich mutiere bald zu einer taktischen Vernichtung. Wenn ich nicht bald erfahre, wo ich verdammt nochmal meinen Tank auffüllen kann. Ist das hier nicht sowas? Nö, ne? Ist was anderes. Bin ich mir fast wieder. Sieht aber aus wie Scheiße. Ha! Wald. Halt, 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 halt. Hier.
So kann ich es nicht auffüllen. Alle Achtung, oder? Ich habe es jetzt gefunden. Also da vorne kann ich es tatsächlich auffüllen. Bei der Biogasanlage. Ich schätze sogar, jetzt kommt der Spaß, das Ding ist leer und ich kann es nicht auffüllen, weil ich es wirklich erst selber befüllen muss. Ah, hier steht nämlich Füllstand 0%. Was nicht da ist, kann ich natürlich auch nicht auffüllen. Okay, ist das geklärt? Es ist geklärt. Trotz alledem muss man das alles einfach wissen. Wahnsinn, oder? Da verzweifelt man. Wie ich überhaupt überall meine Füße hingelegt habe. Einmal rechts, einmal links, einmal hinten in die Ecke, hinterm Schaltpult, wo eh keine Sau drankommt, da habe ich meine Füße hingetan. Guck dir, ne? Hätte keiner mit gerechnet. So, einmal voll machen. Den letzten Rest abfüllen. So, muss ich aber nicht drin sitzen für, oder? Das geht auch so. Ja, perfekt. Das geht tatsächlich so. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was ein größerer Grubber kosten würde. Der liegt bei 29.000, muss aber mindestens 220 PS haben, damit man es überhaupt vorwärts bekommt. Ja, und das sind natürlich Traktoren, die wir noch nicht kaufen können. Wir hatten hier 220 PS. Der Lamborghini hat 220 PS. Aha, der kostet aber auch 195.000 Euro. Alle Achtung. Momentan drehen sich die Zahlen im Kreis und tanzen Tango. Was anderes können die nämlich nicht mehr, weil die einfach verzweifeln. Die verzweifeln genauso. Haargenauso wie ich. Ist unfassbar. Unfassbar ist es, Leute. So, das sind jetzt nochmal 5 Tonnen Getreide. Wir bauen ja jetzt fürs nächste Feld schon was anderes an. Weil ja so viele sich gewünscht haben. Natürlich mehrere Sorten an Getreidesorten. Mehrere Sorten von Getreide anzubauen und deshalb haben wir das jetzt auch gemacht. Das haben sich natürlich viele gewünscht. Es gibt so viele Wünsche, die kann ich gar nicht alle verfolgen. So, einmal auskippen. Ist leider nicht so viel. Kontostand minus 2070. Ja, wir hätten natürlich auch das Tutorial spielen können. Somit wäre die Gefahr auf jeden Fall nicht, dass wir aus Versehen nicht wissen, wie man das Güllefass befüllt oder nicht wissen, wie man Kekse backt oder so. Ihr wisst, wie ich das meine, ja? Sieht aus wie so ein Modell Eisenbahn. Ist auch cool hier mit dem Lappen. So, das Ding einklappen. Was kann man noch mit dem? Eigentlich nichts, ne? Nein, Tatsache. Huch.